Hallo und herzlich willkommen zurück zum vorletzten Part von Let's Play One Piece Pirate Warriors 2. Wir sind diesmal nochmal dabei mit Robin, Frankie und Brooke und werden dann im letzten Part mit Sentomaru, Moria und der geheimnisvollen letzten Person hier unten eine Rechnung begleichen und das Spiel abschließen. So, wie gesagt, jetzt kommt Robin. Und wir werden wohl Sanji da eher nicht nutzen können. Gucken wir, ob wir hier Chopper nutzen können. Nein, Chopper können wir hier nicht benutzen. Das ist natürlich ärgerlich. Können wir den Frankie zuerst machen? Da können wir beide auch nicht benutzen. Weder Chopper noch... Hier können wir Sanji benutzen. Und hier kommen wohl auch keine weiblichen Charaktere vor, sonst hätte der mich gewarnt. Das heißt, dann haben wir Sanji zumindest nochmal weg. Machen wir Brooke also zuerst. Nein, zum Glück keine weiblichen Charaktere. Okay, dann haben wir das Problem schon mal beseitigt. So, Kampfvorbereitung. Berrywachstum. Hoch auf 45. Jawohl, jawohl, jawohl. Freund können wir Lore erstmal drin behalten. Fähigkeiten. Ah, ich glaube, der macht viel in der Luft. Dann mache ich hier mal Luftkampfkenntnisse rein. Dann rohe Gewalt, dann Finalschlag und dann Stärke für Fleisch oder Fleisch für Stärke. Dann hier wieder einfach alles reinballern. Vollkommen Wurst, ob es einem besser gehen würde oder nicht, als ich es jetzt mache. So geht es auf jeden Fall schneller. Und hier auch einfach alles reinballern, was wir finden. So, sehr schön. Und hier unten dann nochmal ganz kurz die ganzen Regierungstypen von der CP9 und von der Marine und von Impel Down zusammentreiben. Und dann sind wir bereit zum Start. So, sind wir rückt auf Thriller Bark. Schalte alle feindlichen Truppenanführer aus. Machen wir. Boah, wie ich dieses Labyrinth hier hasse, ne? Deswegen mache ich auch zuerst den hier unten platt. Damit ich mich da nicht hinterher noch drum kümmern muss. Oh. Ich hätte auch einfach den anderen Eingang da unten nehmen sollen, sehe ich gerade. Wären wir irgendwie in der Hälfte der Zeit hier gewesen. Da hinterher ist man immer schlauer, ne? So. Alter, wo ist Frankie denn? Da ist Frankie. So. Frankie ist down. Und dann nochmal so. Perfekt. Schnappen wir uns noch kurz das und das und können hier wieder weg. Und ich sehe, da unten wird schon mal unser Lager angegriffen. Das finde ich gar nicht so toll. Das müssen wir natürlich auch mal verteidigen. Gott, sind hier viele Kommandanten, die wir hier erledigen müssen. So, Piratenkapitän, was willst du hier unten eigentlich, ja? Hat dich hier irgendjemand eingeladen? Lord zeigt dir ja auch, dass du hier eigentlich nicht mehr gekommen bist. So, down. Hier nicht lang.
Erstmal den da ausschalten. Na, Piratenkapitän. Oh. Die haben gerade alle ordentlich was abgekriegt, wie es aussieht. Die haben gerade alle nochmal ordentlich was abgekriegt, wie es aussieht. Und jetzt sind sie auch erstmal alle wieder down. So, hier drüben der nächste. Du bist Chopper. Okay, er scheint tatsächlich seine alten Formen zu haben. Also die haben doch ziemlich detailliert gearbeitet hier in dem Spiel, muss man sagen. Was ich ja auch extrem geil finde. Und deswegen habe ich das Spiel ja auch in der Bewertung, in der Benotung ja auch ziemlich hervorgehoben. Weil es ja wieder technisch und innovationstätig so an sich ja gar nicht mal so super gut ist. Aber diese ganze Liebe, die da so drin steckt, im Detail, so jedes kleinste Detail aus der Serie mit übernommen. Ach, das finde ich einfach extrem schön und sehr sorgsam gearbeitet, auf jeden Fall. Dafür ist dann halt, wie gesagt, ein bisschen das Technische und ein bisschen die Gameplay-Innovation auf der Strecke geblieben. Aber man kann ja auch nicht alles immer perfekt machen, ne? So. Damit ist Zorro schon mal fast down. Und jetzt ist er wohl down. Perfekt. Und damit hätten wir hier nur noch einen Gegner vor uns. Aber den brauchen wir gar nicht mehr erledigen. Die Mission ist geschafft. Brook ist bereit. Ich mache mich so trotzdem noch platt. Einfach nur, weil er es verdient hat. So, Brook ist da. Jesus kriegt noch eins auf die Nase, auf die lange. Ja, da kann auch so gegen nichts ausrichten, mein Lieber. Down. Na, rüber zu Brook. Oh, ich bin Brook, ich klopfe einfach auf dich drauf. Meine Fresse, so. Freunde. So, kann man doch ordentlich mal einen drauf geben, oder? Und so. Und so. Auf Wiedersehen. Geschafft. So, auch Level 46. Und da kriegen wir wieder ein paar Dingensbummens. Bisschen Krams vor den Strohpiraten. Und können uns jetzt hier auch an die letzten Strohpiraten wagen. An Robin und an Frankie, die noch übrig sind. Da können wir jetzt zu Frankie und da fehlen uns noch Brook und Chopper, wobei die beide nicht verwendbar sind. Also zu Robin. Da können wir zumindest Brook benutzen, das ist schon mal gut. Dann nehmen wir den am besten noch gleich mal. Hoffentlich können wir Robin dann bei Frankie benutzen und Chopper dann bei... Ne, geht ja nicht. Na gut, dann müssen wir Chopper halt woanders benutzen. Von mir aus auch das. Aber hoffentlich geht Robin dann bei Frankie so. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, Kampfvorbereitung natürlich.
Levelwachstum auf 45 hoch. So. Fähigkeiten. Machen wir mal die üblichen Verdächtigen. Rohe Gewalt, Finalschlag, Fleisch mit Stärke, Stärke des Anführers. Münzen, wieder den ganzen Mist hier oben reinballern. Ja, so. So, ist fein. Und hier auch nochmal. So. Und hier dann so und so und so und der noch und du noch und fertig. Ein Berry-Wachstum hatten wir schon. Los geht's. Ja, wir kennen Alabaster. Los geht's. Müssen wir Gebiet erobern oder worum geht's hier? Nein, die feindlichen Truppenanführer. Ach, wir hätten hier auch Blockfähigkeiten verwenden können, fällt mir gerade ein. Verdammt. Mehr Schaden an schlafenden Gegnern. Okay, da ist ein Wasserbecken, wo wir die Gegner reinstoßen können. Hoffentlich werden wir da nicht reingestoßen als Teufelskraftnutzer. Das wäre dann gleich unser Ende. Leider habe ich damit nur wenig getroffen. Okay. Damit hat die Mission jetzt offiziell auch begonnen. So. Und so. Territorium eingenommen. Leben wieder voll. Ich dachte, wir können damit jetzt über Wasser rennen, aber das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Upsala. Da hinten gibt es Probleme. Also einmal den von oben kommenden dann einmal kurz aufhalten. Ist aber nur ein normaler Piratenkapitän, also mache ich auch mal kurz nur so. Und dann nochmal, dann ist der weg. Und da unten ist auch noch einer, was gibt's hier? SP wären schön. Ja, zumindest ein bisschen SP. Guten Tag, Piratenkapitän. So, auf Wiedersehen. Können wir jetzt noch nach hier? Na, Chopper? Oh, ich renne einfach an dir vorbei. So. Jetzt sollte Chopper an den Kragen gehen. So. Alle besiegt, gehen die Tore jetzt auf. Ja, gehen sie. Robin ist da. Die anderen Türen, da hätten sie trotzdem noch zu. Na gut, dann können wir halt zu denen nicht hin, von mir aus. Robin, Robin, Robin. Da ist Robin. So.
So. Hat nicht so viel Leben abgezogen. Oh, Frankie ist auch da. Okay, dann würde ich hier doch mal kurz die Truhen plündern. So. So. Und so. Robin, auf Wiedersehen. Ups, das war in die falsche Richtung. Schade. Oh, hat trotzdem funktioniert. Sehr gut. Brooke hat's geschafft. So, Level 46. Einige Münzen. Hier auch wieder ein bisschen Geld bringen. Robin können wir benutzen. Und dann können wir jetzt die Strohbande aber erstmal abschließen hier. Fehlt nämlich nur noch Frankie. Und den machen wir jetzt. Hoffentlich geht der mit Robin. Der geht zum Glück mit Robin. Oh, da habe ich, glaube ich, genau die richtigen Reihenfolgen hier benutzt, für, um die ganzen Strohhüte hier zu benutzen und freizuschalten. So, und dann haben wir halt noch zwei übrig. Also Frankie und Chopper, mit denen wir noch spielen müssen. Und dafür sind dann halt Sentomaru und Moria übrig. Und die geheime Charakter, der jetzt allerletzte stattfindet, den werde ich dann nochmal mit irgendeinem benutzen, auf den ich dann Bock habe. Ja. Robin. Besiege Frankie. Machen wir. Aber vorher müssen wir noch ein bisschen Geplänkel machen. So, und hier auch. Und hier noch das hier. So. Kampf beginnen. Machen wir die Strohhüte ein für alle mal fertig. In Orange. Mal wieder Truppenanführer, was auch sonst. Zum Glück sind hier gleich zwei Piratenkapitäne. So. Missionsbeginn. Nummer 2 erledigt. Rüber, 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 rüber. Schaffen wir das? Schaffen wir das, Brooke? Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist zu weit weg. Ja, leider zu weit weg, aber egal. Versuch war es wert. So, Brooke. Schick, ne? Und dann noch einmal so.
Oh. Jetzt ist er ein bisschen stark. Dann nehme ich das hier alles mal kurz mit. Und sag einmal kurz so. Macht mir mal Platz. Jetzt da hinten nämlich auf jemand ganz spezielles eine Attacke machen. Und zwar so. Down. Nimm die Goldmütze und jetzt renn hier weg. Alter. Mit dieser verkackte Guerilla-Vollhonk. Einer, von denen es 30 Milliarden in dieser ganzen Stage gibt und einfach mal fast 50% unseres Lebens abzieht. Hallo, ach, da geht's hoch. So, hier ist noch ein stinknormaler Piratenkapitän. Den können wir auch nochmal angreifen. Crocodile und Robin kämpfen mal wieder zusammen. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Kommt komische Kombination jetzt zusammen mit Nami und Arlong und ja, Crocodile und Robin. So, einmal nach unten rechts. Da sind die Shopper. So. Mein lieber Chopper. Das tut weh. Und dann nochmal so, und dann ist Chopper auch down. Oh, nicht ganz. Natürlich ärgerlich. Aber jetzt. So. Mission geschafft und wir können hier durch. Frankie, wir kommen. Na, Frankie. Nimm erstmal das. Tut weh, was? Aber das kann ich nochmal machen, wenn du willst. Was? Warum auf den? Bist du blöd? Dann müssen wir es halt so machen. Geht ja auch. Und einmal durch die Menge. Alter Vater, was war das denn? Alter, ich will jetzt nicht mehr sterben, Alter. Was ist das denn? Wie können die denn uns denn mit drei Attacken unsere drei Viertel unseres Lebens abziehen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. So, meine Lieben. Jetzt wird hier erstmal ordentlich aufgeräumt.
gewonnen. Oh, wir bleiben auf Level 45. Von mir aus auch das. Jetzt haben wir noch Frankie freigeschaltet. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet dann auch im letzten, im Finalpart wieder ein, wenn wir noch mit Chopper eine Testrunde machen. Gegen Sentomaru, mit Frankie eine Testrunde machen. Gegen Moria. Und dann den letzten Geheimen. Und das ist tatsächlich Teach mit der Doppelfähigkeit. Ich hab's mir schon gedacht. Ja, gut. Dann werden wir den auch noch irgendwie platt machen. Ich hoffe, auf jeden Fall hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten und letzten Part wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.